Und weiter geht's hier im Yukon. Es geht raus ab in den Norden, wo vermutlich die Wölfe lungern. Ich habe mir gerade ein bisschen ein neues Setup zusammengestellt, damit ich jetzt komplett gerüstet bin. Also von 2 bis 9. Es kann jetzt kommen, was will, bis auf die Vögel. Die lassen wir flattern. Alles andere können wir quasi mitnehmen. Und ich richte den Kompass aus. Wir wollen nach Norden, wir wollen in den Westen. Ja, und guck dir das an, als ob der Wind genau auf unserer Seite ist. Los geht es, ab in den Norden. Was sagt die Uhrzeit? 12 Uhr Mittag. Ja, das wird ein bisschen sportlich. Aber wir werden das schon schaffen, in der Zeit bis in den Norden zu kommen und dort hoffentlich auch eine Base zu finden, dass wir da was aufschlagen können. Es ist ein bisschen eine Strecke. Wir gucken mal eben. Nichts entdeckt und ich peile mal, naja, irgendwo hier hinten an. Irgendwo hier an den Seen werde ich doch was finden. Also stramme Strecke. Ich glaube, wir nehmen mal hier den Aussichtspunkt mit. Das als erstes Ziel, ab Richtung Westen und von da aus dann weiter in den Norden. Oh mein Gott. Brunftschrei. Karibu, männlich. Alles klar. Und Platz. Puh. Lok. Jawohl, Lokgerät da. Karibu. Aktivieren. Läuft. Sensationell. Und ich bin direkt an dem Baum. Ich laufe hier so mir nichts, dir nichts, auf ganz entspannt durch die Gegend. Und auf einmal knallt es los, oder was? Allen. So, was haben wir? Karibu, Stufe 6. Also perfekter Einsatz für Moradi, Allen. Erstmal noch ein bisschen scannen und abfahren. Das wär's natürlich. Direkt hier Action. Gar nicht weit gelaufen und sofort geht's los. Sensationell. Ja, zuletzt und im letzten Video, da gab es ja den Elch als Albino. Das ist natürlich auch richtig, richtig nice. Da sehe ich doch schon was. Ja, 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 da, da, da. Rennt hier rum. Da, perfekt. Dreier. Dreier Karibu, fünf, ab fünf können die. Oh, 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 jetzt close. Ohne Scope. Passt. Noch ein männliches auf der Flucht. Hätte ich vielleicht doch ein bisschen warten sollen. Na, passt schon. Passt schon. Packen wir ein. Wir laufen langsam hinterher. Und ich würde sagen, ganz entspannt sozusagen hinterher. Und wir gucken dann einfach mal. Vielleicht kommen die uns ja noch entgegen. So, Silberwertung. Sehr gut hier, na klar, 18 Meter Entfernung, direkt vorne rein, beide Lungen und Herz, also das war instant quasi aus dem Leben genommen, flipp und mitgenommen, denn ich brauche wieder Cash. Ich habe gerade aus Versehen einen weiteren Hochsitz gekauft, bin wieder komplett pleite. Brunftschrei Elch, na guck. Sensationell. Ich gehe mal langsam vorwärts. Und bei Fuß. Na, das fängt doch schon gut an. Kann gerne so weitergehen. Einer schön hier nach dem anderen. So muck wie das, ey. Bleib mal hier, Alten. Na, ein paar Elche nehmen wir doch gerne noch mit. Wobei, Elch ist bis Stufe 8. Warte mal. Doch, würde doch gehen, auch mit der Moradi. Oder dann eben mit dem Herrn Sundberg. Dr. Sundberg ist wieder dabei. Der Ballermann, the one and the only. Für die richtig dicken Kandidaten. Oh yeah. Naja, geht auch für einen Elch, ne? Müsste auch funktionieren. Und No Scope dann für aggressive Wölfe für den Notfall.
zum Absichern. Man muss einfach ein bisschen sich schützen auch. Oh mein Gott, ein Bär. Den habe ich voll in die Fresse geschossen. Verdammt. Oh mein Gott. Dem habe ich voll in die Fresse geballert. Gerade eben. Schande. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Oh, der arme Bär. Und er liegt aber schon. Ei, 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 ei. Das war aber mal richtig die Kelle. Dr. Sundberg mit seiner professionellen Zahn-OP. Hammer. Ah. Die Wurzelbehandlung der anderen Art. Alter Falter. Das war nicht so smart. 75%, der ist immer noch fett am Leben. Interessiert ihn gar nicht. Ich habe ihm professionell einen Weisheitszahn rausgeschossen. Das interessiert ihn gar nicht. Immer noch 75%. Okay, das lassen wir. Das versiegt gleich irgendwann, oder? Okay, wir haben hier das Haus. Ich habe hier die Spuren markiert. Sollte er irgendwann doch nochmal auftauchen, schnappe ich ihn mir. Ja, und hier vorne fangen jetzt die Seen an. Also jetzt kommt hier so eine richtige Seenplatte, so eine Seen-Area. Verschiedene kleine Gewässer. Tipptopp. Und auch da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Wo ist etwas am Rand? Wo können wir schon was spotten? Mit Sicherheit viele Trinkgebiete. War nicht sogar Elch mittags? Das könnte sogar noch was geben hier mit einem Elch. Das wär's doch. Oh mein Gott. Ein großer Fünfer. Mit einem Arsch zu mir. Und Platz. Großer Fünfer Elch. Oh Mann. Mächtiges Geweih. Ich könnte ihm von hinten durch die Eier ins Herz schießen. Habe ich den passenden Ballermann? Für 140 Meter wahrscheinlich nicht. Inventory. Elch, Sundberg, Effizienz. 50 Meter. Effizienz 50 Meter. Der Sundberg könnte es regeln. Könnte nullen bis auf 75. Uff, 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 uff. Alrighty, da vorne ist er. 82 Meter. Oh mein Gott. 82 Meter. Schöner Grüß, großer Fünfer Elch. 80 Meter. Auf 75. Oh mein Gott, jetzt. Ich dachte schon gerade, er dreht sich um. Jetzt wäre es gut gewesen, oder? Zwischen die Bällchen und dann auf. Wobei, wenn er sich so bückt, dann ist das Herz natürlich weiter unten. Dann wird es schwierig, ey. 75 Meter haben wir erreicht. 76, 75, passt schon. Position, Richtung, jawohl. Hoppala, nicht absaufen hier. Schüttel dich nochmal ordentlich. Und ich baller ihm jetzt schön rein. Und ich würde sagen, so. Nee, nee, nee. Wenn er hochguckt. Jetzt. Oh mein Gott, er rennt auf mich zu.
Ich sollte vielleicht nochmal nachlegen, oder? Ich sollte nochmal nachlegen, Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe ihm seine Bällchen weggeschossen. Das ist ja verrückt. Ich habe den nicht getroffen. Wie kann das denn sein? Habe ich ins Wasser geschossen? Ist das wieder so ein Dingen? Ist das wieder so ein Game-Dingen? Wenn man so schießt, dass man irgendwie ins Wasser schießt? Das kann doch nicht. Na, guck, die Kanada-Gänse hier. Die sieht aber sehr weiß aus. Aufmerksam, eine Dreier. Geht runter. Ja, die kriegen wir trotz allem natürlich nicht. Männlich, Dreier. Schönes Tier. Und es fängt an zu schneien. Ist das der Hammer? Das ist so, so nice auf dieser Map, ne? Es ist so nice. Mir wird auch schlagartig kälter. Sehr cool. So, wir haben das Ziel. Also, einen großen Elch verschossen. Den zweiten auch verschossen. Alles richtig gemacht. Und jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Wir haben da noch knappe 500 Meter. 500 Meter bis zum Aussichtspunkt und danach bestimmt nochmal 1000 Meter durch den Schnee. Und bisher noch kein Wolf, kein Dia-Elch. Und Albinos sehen wir jetzt sowieso nicht mehr. Ja, jede Menge Elche hier tatsächlich an diesen ganzen Tümpeln hier, überall. Da drüben sind noch welche, hier kommt der Schrei. Also überall Elche. Das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, hier einmal gezielt auf Elch zu gehen in dieser Area. Ja, und wenn man weiß, 12 Uhr mittags ist Trinkzeit für Elch, dann kann man das auch ausnutzen. So, wir haben ein ganzes Stückchen Strecke gemacht jetzt hier und kommen so langsam zum Turm. Ja, eine Wahnsinns-Area, wenn es darum geht, hier Elche zu jagen, gerade in der Mittagszeit hier an den Seen, richtig, richtig viel los. Also das wird auf jeden Fall nochmal eine extra Tour. Einfach mal mit einem dicken Ballermann schön auf Max Range auf die dicken Elche. Wir scannen erstmal eben hier den Turm und die Area. So, und da sind wir auch schon. Puh. Ja. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr kalt. Aber auch richtig, richtig cool. Gesamte Area. Hier sind schon einige Elchspots, die ich aufgedeckt habe. Bedürfnisgebiete. Und hier haben wir doch auch schon die erste Base. Na, guck. Und da ist die nächste. Nee, da ist der Aussichtsturm. Aber hier sind doch bestimmt die nächsten. Die sind doch bestimmt alle nicht so weit voneinander entfernt. Oh yeah. Und die nächsten Elche. Spot. Dreier männlich. Sollen wir den Dreier männlich rausnehmen? Ich würde sagen, den nehmen wir mal raus. Wenn wir den kriegen, müsste das doch gehen. Ich würde sagen, ich call die einfach mal. Versteck mich hier ordentlich. Und dann call ich die einfach mal. Noch ein Dreier. Zweimal Dreier männlicher. Das wäre natürlich nice. Vielleicht kriege ich tatsächlich beide. Mit dem Sundberg. Im Nahkampf sozusagen. Der Sundberg, der macht das. Oh, oh, oh. Guckt sie direkt da oben vom Berg runter. Und verscheucht ihr bald alle oder was?
So, 230 Meter. Ich gehe mal so auf ungefähr 200 Meter, verschanze mich dann da irgendwo und aktiviere dann den Caller. So, das geht auch. Gut unsichtbar. 130 Meter, zwei Männchen. Okay. Also, Caller aktivieren. Der Wind steht gut. Und wir gucken mal, wann sie reagieren. Er reagiert sofort. Na, siehste. Die jungen Wilden, Alter. Er soll auch. Jawohl, die Weibchen kommen auch. Wichtig sind mir die beiden Männchen. Die würde ich gerne rausnehmen. Wenn ich hier vorne... Oh, hier vorne sind so 20, 30 Meter schon. Okay. 20, 30 Meter. Er ist noch ein bisschen zögerlich. Der zweite. Aber der erste... Ja, denkt er sich. Da geht auch was. Komm ran, ihr Alten. Und sie blockiert ihn. Nee, geht da mal nicht hin, weißt. Jawohl, Alter. Gib schön Antwort. Ich lass die deutlich näher rankommen. Er schüttelt den Kopf. Nö, nö, ich komm nicht. Na gut. So, okay, jetzt, oh, oh. Jetzt gibt er deutlich mehr Gas. 80 Meter wäre schon eine gute Schussposition eigentlich. Jetzt sehe ich natürlich den anderen nicht mehr, ne? Aber auch partout nicht, ne? Oh mein Gott. Close. Aber, oh wait, jetzt kommen von hinten noch welche. Ah ne, die olle Hirschkuh. Da ist einer. Wo ist denn der andere? Da? Oh. 60 Meter. Wäre ja schon mal eine heilige Pflicht drauf zu ballern. Da ist der andere. Guck mal, der ziert sich so. 50 Meter. Da, der hat sich getarnt hinter einem Weibchen. Okay, da schieße ich jetzt drauf. 50 Meter. Scope. Hinter die Achsel. Ja, so geht das. 0. Und das war's. So geht das mit dem Elch. So geht das mit dem Elch. Ich glaube, dem Elch vom Poppes aus bis ins Herz wird, glaube ich, echt schwierig, oder? Na, da ist er schon. Das ist ja tippitoppi. Hat er ihn also schon gefunden? Erstmal loben. Feini. Tipptopp. So, Silberwertung. Ja, wie gesagt, hinter das Bein, direkt in die Lunge rein. Dann läuft das auch. Nicht so ganz effizient. Und ja, hat trotzdem gereicht. Ja, da muss ich auf jeden Fall größer rein. Vielleicht mit der mehr Durchschlagskraft-Munition dann. Vielleicht beide Lungen treffen. Und dann lübt das auch. Aber
mitgenommen, angenommen. Hier ist nochmal ein Spot. Die lassen wir da aber auch stehen. Und da hinten in den Wäldern waren gerade noch die nervösen anderen Weibchen. Wahrscheinlich ist das andere Männchen auch noch irgendwo da. Aber ich mache mich weiter in die Richtung. Denn noch passt es vom Wind. Und wir haben auch noch einiges an Strecke zurückzulegen. Wer weiß, was uns noch entgegenkommt. 500 Meter gut. Vielleicht kommen ja doch nochmal Wölfe. Und das nächste Ding. 200 Meter knapp. Also hier sind einfach... Und das nächste Ding. Alter, was hier Elche sind. Und das nächste Ding. Was hier Elche sind an den Gewässern. Hammer. Ja, in der Area zur Mittagszeit. Schön. Ich werde mich nochmal informieren. Aber ich glaube, die ganzen Dreier müssen raus. Die ganzen Dreier rausballern. Long Range mit dem großen Ballermann. Das könnte was werden, ey. Da hätte ich aber auch schon mal Bock drauf. Das wäre doch mal was. Vielleicht, ja nee, nicht vielleicht, sogar tatsächlich mit dem Hochsitz direkt. Mit dem Hochsitz. Guck mal, der ist jetzt hier 180 Meter weit. 180 Meter. Stufe 8. Und theoretisch ist die bis 8. Ich gehe jetzt auf 150 Meter und knüppel ihm hinter die Beine, Alter. Das muss doch gehen. Dicke fette Aufpilzung. Oder hier jetzt so 160, bisschen drüber halten. Reicht doch. Da ist noch ein bisschen Baum. So, dann haben wir doch alles. Mit der Moradi jetzt. Das sind die anderen, das sind die Weibchen. 150. Ah, vielleicht noch ein hinterher. Ja, der hat noch ein bisschen Strecke gemacht, aber trotzdem gut erwischt. Wow. Präriebison ist auch da. Okay, das sind definitiv 9er Kaliber. Das ist nice. Ja, wir machen nächste Mal hier die Big Boys. Wir gehen mal auf die ganz Großen, wa? Wird mal wieder Zeit. Die sind direkt vor mir hier. Prärie, aufmerksam. Hund, Alten, mach mal. Chill mal, Alten, mach mal einen ruhigen. Alter, ein Männchen sehe ich nur. 500 bis 700 Kilo. Uff. Und da liegt der Elch. Meter. Also knappe 50 Meter entfernt von den Bisonten liegt der Elch. Bison kann man nicht callen, oder? Ne. Keine Ahnung, wie so ein Bison macht, wie so eine Kuh oder sowas halt, ne? Mmh. Das triggert doch bestimmt, ne? Oh. Okay, Entfernung 60 Meter, Leichnam 4 Meter. Ruhig, aber nicht mehr ganz so ruhig. Also schnell aufheben, männlich, Silber, schön in die Lunge, wie es sich gehört, Nachschuss von hinten.
nochmal in den Magen, nochmal den Rest gegeben, mitgenommen. Bekomme ich da. Zwei männlich. Bekomme ich ihn 70 Meter mit dem Sundberg? Zweimal getroffen. Zweimal getroffen, gut getroffen. Der wollte mich richtig umrennen, Alter. Der wollte mich so richtig umrennen. Alter. Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Erster Bison, kompletti mit der Pistole. Wham! Wham, wham. Und nochmal. Nice. Ich lass mal eben den Hund ein bisschen suchen, da freut er sich. Puh! Zwei gute Treffer. Eins und zwei direkt hinterher. Ja, Lunge halt, ne? Das A und O. Komm, such. So. Nachdem wir ihn gerade um den Elch gebracht haben. So, feini. Siehst du, da freut er sich. Und da ist er. Silberwertung. Fellart dunkel. Sieht einfach cool aus, ne? Sieht einfach zu krass aus, ne? Richtig, richtig nice. Silberwertung 135. Ja, passt. Und der erste Schuss. Wow, Glück gehabt, Alter. Der war dann nur noch in den Darm. Der hätte es nicht mehr gebracht, aber der erste immerhin Lunge mit dabei. Knappes Dingen. Lunge und Leber. Also, mitgenommen. Komplette Points hier. 1000 Geld. Und komplette Points 192. 192 für die Pistole. Das ist ja, was mir gerade sehr wichtig ist, damit ich eben neue Munition freischalte. Ja, hier waren noch ein paar Elche an den ganzen Gewässern, aber wie gesagt, die machen wir irgendwann nochmal extra. Vielleicht direkt das nächste Mal. Oder nochmal eine andere Map. Müssen wir mal gucken. Erstmal müssen wir endlich die Base freischalten. Und die nächsten Elche hier. Zwei Dreier schon wieder. Auf 150 Meter. Ihr habt aber auch ein Glück, dass ihr mitten im Mief steht, ne? Ihr beiden Kandidaten. Alter. Elch-Eskalation. Uff. Prairie-Bison. Was macht er denn hier? Noch einer. Hör doch mal auf, wo kommen die denn her? Ach. Das ist ja krass. Sag bloß, die trinken hier. 150 Meter. Da versuchen wir doch nochmal dran zu kommen. Warnruf. Oh. Ja, wegen dem Mief. Wegen dem Mief. 100 Meter. Auf die Entfernung nochmal draufballern. Ich kann es probieren. Ich glaube nicht, dass links nochmal welche kommen. Das ist, glaube ich, schon die Gang. Ich werde es probieren. 75, bisschen drüber geaimt.
Gleich nochmal, wenn er quer steht. Wenn er nicht abhaut. Jetzt. Oh, come on. Der denkt sich, Alter, ich hau dich um. Und der ging nochmal rein. Der Rest ist jetzt No-Scope. Ich glaube, ich werde auf die Weibchen gehen, wegen der Pistolen-Points. So, okay, das Weibchen liegt safe. Und das Männchen sagt bloß, das rennt noch weiter. Das wäre ja mad. Ja, das Männchen ist, glaube ich, weitergerannt. Das war da hinten noch. Ja, ist halt nicht wirklich was für, ist halt nicht wirklich was für Pistolen, ne? Feini. Tipptopp. Zweimal getroffen. Zweimal Lunge. Ja, das geht natürlich dann gut. Silberwertung trotz allem dafür bekommen. Weibchen. Mitgenommen, jawohl. Und weiter verfolgen hier, Alten. Nächste Spur. 160 EP plus 60 Pistolen-Points. Lootung. Oh, auf Null. Und weitere Bisons. Oh, jetzt wird's aber wild hier. Und weitere Elche. Oh, krasse Area hier. Ganz krasse Area. Und da liegt der Riesenbrocken. Hammer. Ja, das ist mal eine ganz wilde Area hier. Nice. Top. Bronzewertung. Nein, ich habe den Schädel getroffen. Ach, lol, ey. Nein. Okay, das ist mies. Hellbraun. Arschuss und Headshot. Ah, den müssen wir nächstes Mal sicherer schießen. Vor allem, wenn das was Besonderes ist. Und weitere 29 Punkte für die Pistole. Na, das war doch wieder eine krasse Tour. Nicht schlecht. Und wir haben die nächste Base. Ja, coole Sache. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Nächste Tour, wie gesagt, wir gehen hier nochmal hin. Wir gehen hier nochmal hin. Das ist ja eine so krasse Area. Und ich habe die als so boring in Erinnerung, als ob hier nichts los ist. Aber wenn wir hier schön auf Elch gehen und schön die Bisons mitnehmen, ich glaube, dann wird das hier ziemlich krass. Und das Praktische ist, ich kann hier schön mit einem dicken, fetten Kaliber nochmal wieder ein bisschen Cash machen, nachdem ich mir ja aus Versehen noch so einen Hochsitz geholt habe und absolut pleite bin. Also, nächster Run mit dem Level 21er Low-Level-Jäger sozusagen hier nochmal am Yukon auf die großen Brocken. Bis zum nächsten Mal, Weidmannsheil.